Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, den 24. Psalm. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Mit den Worten dieses alten deutschen Adventsliedes lädt der Fußballclub BSG Chemie Leipzig zu seinem diesjährigen Weihnachtsmarkt ein. Erwartet wird, dass viele Besucher durch die Tore zum Weihnachtsmarkt eintreten und, wie es in der Ankündigung heißt, der Glühwein in Strömen fließt. Natürlich erwartet man auch die Ankunft eines besonderen Gastes bei diesem Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmann aus Lappland hat extra seinen Besuch angekündigt. Darum macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die Ankündigung des Leipziger Fußballclubs ist symptomatisch für das, was wir in diesen Wochen in unserem Land erleben. Weihnachten wird gefeiert. Nicht allein bereits einige Wochen zu früh in der Adventszeit, sondern mittlerweile sogar schon vor dem Ewigkeitssonntag, weil sich sonst der Aufbau der Buden auf den Weihnachtsmärkten nicht rechnet. Letzte Überreste christlicher Tradition wabern noch über der vorweihnachtlichen Betriebsamkeit. Nur für einen ist bei der ganzen Feierei kein Platz mehr. Für den Herrn der Herrlichkeit, für dessen Kommen doch eigentlich einmal die Türe und Toren geöffnet werden sollten. Advent heißt bekanntlich Ankunft. Eigentlich geht es, so wissen wir es als Christen, darum, dass wir das Kommen unseres Herrn in dieser Welt erwarten und feiern. Doch wenn wir uns ein wenig umschauen, dann wäre es eigentlich angemessener, davon zu sprechen, dass wir hier in Deutschland mittlerweile mehr den Auszug des Herrn der Herrlichkeit aus unserem Land, aus dieser Welt, aus unserem Leben feiern. Da hat eine von der evangelischen Kirche in Deutschland jüngst herausgegebene Untersuchung in aller Deutlichkeit gezeigt, dass die große Mehrheit der Menschen in unserem Land keinerlei Beziehung zu einem persönlichen Gott, geschweige denn zu Jesus Christus hat. Von Gott erwarten die meisten Menschen in unserem Land nichts, aber auch gar nichts, geschweige denn, dass sie von ihm erwarten würden, dass er tatsächlich zu uns kommt. Gott existiert schlicht und einfach nicht. Entweder ganz grundsätzlich, weil ja die Wissenschaft angeblich bewiesen hat, dass es Gott nicht gibt, oder zumindest ganz praktisch, dass er im Leben der Menschen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wenn der Herr der Herrlichkeit keinen Einzug mehr bei uns hält, dann bleiben wir Menschen eben unter uns. Ziehen wir selber durch die Tore ein in eine Welt, in der es für die Seligkeit der Menschen reicht, wenn der Glühwein in Strömen fließt und ein Herr mit angeklebtem Rauschebart im roten Bademantel Geschenke verteilt. Ja, Advent. Bald kommen sie endlich, die ersehnten Geschenke am Heiligen Abend oder vielleicht mittlerweile auch schon ein wenig früher, weil wir uns mit dem Warten so schwer tun. Advent in Deutschland,
Auszug Gottes aus einem Land und aus dem Leben der Menschen. So kann man es sehen und beschreiben. Menschen können Gott vor die Tür ihres Lebens setzen. Sie können ihm gar mittels verordneter Staatsideologie Hausverbot erteilen, wie wir es bis vor einigen Jahrzehnten in der DDR erlebt haben. Gott lässt das mit sich geschehen. Und doch ändert das nichts daran, dass Gott in Wirklichkeit eben nicht bloß ein Spezialthema für eine kleine, vom Fortschritt abgehängte Gruppe mit Namen Kirche ist. Im Gegenteil, so haben wir es eben zu Beginn des 24. Psalms gehört. Die Erde ist des Herrn und die darauf wohnen. Auch diejenigen, die längst vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, sind und bleiben Eigentum dieses Herrn, der diese Welt geschaffen hat. Diese Welt, die eben nicht bloß das Produkt eines irrsinnigen Zufalls ist, sondern tatsächlich so genial von Gott gewollt ist, wie sie jetzt ist. Gott lässt sich in Wirklichkeit nicht enteignen. Nichts gibt es in dieser Welt, was seiner Gegenwart, was auch seiner Macht entnommen wäre. Menschen mögen vor Gott ihre Augen und Ohren verschließen. Sie können ihm dennoch niemals entkommen, können auch nicht verhindern, dass eben derselbe Gott, dem sie ihr Leben verdanken, sie schließlich auch einmal nach eben diesem Leben fragen wird. Doch, dass wir alle miteinander, die wir auf dieser Erde wohnen, Gottes eigen sind, bedeutet gerade nicht, dass alle Menschen automatisch auch für immer in der Gegenwart Gottes leben, dass es keine Gottesferne geben könnte und geben würde. Ja, wir tun gut daran, darüber nachzudenken. Ja, dies als die wichtigste Frage in unserem Leben anzusehen. Wie wir denn einmal für immer in der Gegenwart Gottes leben können, stehen an seiner heiligen Stätte, wie es der Psalm hier formuliert. Die Antwort des Psalmbeters ist klar. In Gottes Gegenwart kann nur der leben, der vollkommen rein ist. Rein in Gedanken, Worten und Werken. Wer unschuldige Hände hat, reinen Herzens ist und aus wessen Mund nichts anderes als Wahrheit kommt. Und da stehen wir nun alle miteinander und ahnen es. Diesem Anspruch können wir nicht gerecht werden, haben von uns aus keine Chance, selber so rein zu leben, so rein zu sein, wie Gott selber dies von uns erwartet. Gewiss, wir können die Frage nach Gott verdrängen und aus unserem Leben völlig ausblenden. Doch das wäre in Wirklichkeit mehr als kurzsichtig. Allemal sinnvoller ist es, wenn wir auch zu dem Geschlecht gehören, das nach ihm fragt, wie es hier im Psalm heißt. Wenn wir die Frage nach Gott, die Frage danach, wie wir vor ihm bestehen können, nicht verdrängen, sondern uns ihr stellen. Ja, gut tun wir daran, uns tatsächlich danach zu sehnen, Gott einmal sehen zu dürfen, einmal für immer mit ihm leben zu dürfen. Gut tun wir daran, diese Sehnsucht zum wichtigsten Thema unseres Lebens zu machen. Und so stehen wir da, als Menschen, die Gott nicht entkommen können und zugleich doch wissen, dass ihnen alle Voraussetzungen fehlen, um einmal für immer in seiner Gegenwart leben zu können. Und gerade da, wo wir erkennen, dass wir es nie und nimmer hin zu Gott schaffen, erklingt sie nun. Die frohmachende Botschaft der Adventszeit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Während wir nicht zu Gott kommen können, kommt Gott zu uns, überwindet selber die unendliche Distanz, die uns von ihm trennt. Gott kommt zu uns. Das klingt so nett, das klingt so selbstverständlich. Da ist es gut, dass uns der 24. Psalm deutlich macht, wer dieser Gott ist, der zu uns kommt. Er, der stärker ist als alle Mächte des Chaos. Er, dem sich keine Macht dieser Welt in den Weg stellen kann. Er, der doch eigentlich viel zu groß ist, als dass ihn irgendetwas in dieser Welt aufnehmen könnte. Ja, die Ankunft dieses Gottes bedenken wir jetzt in dieser Adventszeit. Wollen wieder neu das Staunen darüber einüben, dass Gott zu uns Menschen kommt und wie er zu uns Menschen kommt. Jawohl, der da zu uns kommt, ist derselbe Herr, durch den die ganze Welt erschaffen worden ist.
Derselbe Herr, der größer ist als das gesamte Universum. Der zu uns kommt, ist derselbe Herr, vor dessen Heiligkeit wir eigentlich vergehen müssten, mit unseren schuldbefleckten Händen, unseren dreckigen Gedanken und unseren verlogenen Mündern. Und dann werden wir in gut 3 Wochen wieder auf die Knie sinken und anbetend erkennen: Eben dieser heilige Gott, eben dieser Herr der ganzen Welt, kommt zu uns in der Gestalt eines neugeborenen Babys, lässt sich in eine Futterkrippe legen, wird selber ganz klein und schwach, nur aus einem einzigen Grund, damit wir für immer in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Er kommt zu uns in die Mitte von uns Menschen mit ihren dreckigen Händen, Gedanken und Mündern, hält uns keine Moralpredigten, sondern nimmt selber die Strafe auf sich, die wir verdient haben. Lässt uns, wie es der Psalm hier so wunderbar formuliert, die Gerechtigkeit von dem Gott unseres Heiles empfangen. Er lässt seine Hände durchbohren, damit wir mit unschuldigen Händen vor Gott stehen. Er lässt seine Seite durchbohren, damit wir mit reinem Herzen vor Gott stehen können, damit wir fröhlich unseren Mund öffnen können und den loben können, der uns den freien Zugang zu Gott schenkt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, nicht für den Weihnachtsmann, nicht für Geschenke, sondern für ihn, den Herrn der Herrlichkeit, der nun auch jetzt gleich wieder bei dir Einzug hält mit seinem Leib und Blut. Er, der Herr, stark und mächtig, er, der König der Ehre, verborgen im Brot und Wein des heiligen Mahles. Und wenn noch so viele Menschen in unserem Land diesen Herrn in ihrem Leben vor die Tür setzen und letztlich nur seinen Auszug feiern, so wollen wir heute wieder neu feiern, dass dieser Herr in unsere Welt kommt, dass er zu uns kommt, damit unser Leben nicht in der Gottesferne, sondern in der ewigen Gemeinschaft mit ihm, dem Herrn der Welt, endet. Während Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, immer wieder glauben, sie müssten sich und anderen zeigen, wie gut und fehlerlos sie sind, dürfen wir zu unserer Schuld, zu unserem Versagen stehen und dann wieder neu die Gerechtigkeit von Gott empfangen, die vor ihm Gott Bestand hat. Dürfen erfahren, wie tatsächlich Gott seinerseits uns seine Türen öffnet, die Türen in seine Gegenwart. Und dieses Leben in seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott, das ist in der Tat 1000-mal wunderbarer als jeder Weihnachtsmarkt. Ja, Gott sei Dank, dass er zu uns kommt, der Herr der Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.